So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben nochmal einen Draft-Booster mit 15 Karten. Ihr merkt schon, ich habe in letzter Zeit immer wieder so ein bisschen Strixhaven reingestreut. Ich habe halt noch ein bisschen was gefunden. Das tut mir leid. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich mag Strixhaven. Und ich mochte Strixhaven damals. Und ich muss sagen, ich will Strixhaven weiter öffnen. Immer noch. Das ist halt... Ja. Mechanischer Archivar. 6 Mana, 4, 5 Reichweite. 2 Mana tappen. Wir legen eine Karte aus unserem Friedhof unter unsere Bibliothek. Sehr cool. Quandrix Schwurmagierin. 3 Mana, 2, 2 mit Magecraft. Immer wenn wir eine Spontan-Zauberdecks-Reihe spielen oder kopieren, legen wir eine +1/+1 Marke auf die. Kuntohort Schwurmagier, 3 Mana 2-2 mit Erstschlag, mit Magecraft und der kriegt +1/+0 bis zum Ende des Todes. Einer von den beiden ist stärker. Quandrix Campus, kommt getappt ins Spiel, tappen für ein grünes oder blaues. 4 Mana, tappen Hellsicht 1. So ein Billigtempel. Strahlender Widerstand, 2 Mana spontan zu, aber eine Kreatur kriegt +2/+2 und fluchsicher bis zum Ende des Todes. Nice. Pigmentensturm. 5 Mana fügt einer Kreatur vom Schaden zu. Überschüssiger Schaden wird dem Beherrscher zugefügt. Oh, nice. Nice. Anrufen der Leyline. 6 Mana Hexerei. Wir erzeugen einen 0-0 grün-blauen Element. Nee, Fraktalwesen, nicht Elementarwesen. Kreaturenspielstein. Und legen dann +1/+1 Mana drauf, wobei X die Anzahl an Länder ist, die wir kontrollieren. Das ist nett. Das ist nett. Schlangenkurven. 4 Mana Hexerei. Wir erzeugen einen blau-grünen. Fraktalwesen, Kreaturenspielstein, legen +1/+1 Mana drauf, wobei x gleich der Anzahl an Spontanzauber und Hexereien, die wir besitzen und die sich im Exil oder auf dem Friedhof befinden ist. 4 Mana, eine ziemlich fette Kreatur, gerade im Commander. Widersprechende Dämmermagierin, oh mein Gott, eine super schöne Silverquill. 3 Mana 2-3, wenn die stirbt, falls sie eine +1/+1 Marke auf ihr lag, ziehen wir eine Karte. Mensch, Hexenmeister. Wann ist Hexenmeister eigentlich ein Ding geworden? Dann haben wir eine Lektion. 5 Mana Hexerei, wir erzeugen einen 4-4 blau-roten Elementarwesen Kreaturenspielstein. Das ist Lektion? Okay. Zur Erinnerung reduzieren, noch eine Lektion. 3 Mana, wir schicken eine bleibende Karte unserer Wahl, die kein Land ist, in Exil. Der Beherrscher erzeugt einen 3-2 rot-weißen Geist. Ja, nicht schlimm. Prismari Zauberlehrling, 2 Mana 2-2 mit Magecraft und der kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Falls der Zauberspruch einen Mana-Betrag, oh Gott, Mana-Betrag, von 5 oder mehr hatte, legen wir einen +1/+1 Mark auf den. Das mag ich bei den Prismari, dass die halt auch mit den hohen Mana-Werten mal gespielt haben, was im Blau-Rot halt selten der Fall ist. Ausdrucksvolle Iteration. 2 Mana-Hexerei, wir schauen uns die obersten 3 Karten der Bibliothek an, wir nehmen einen davon auf die Hand, legen eine unter die Bibliothek und schicken eine von ins Exil. Wir dürfen die exilte Karte in diesem Zug wirken. Sehr cool. Und rasche Wiedergeburt. 2 Mana Spontanzauber bestimmen eine Kreatur unserer Wahl. Wenn diese Kreatur stirbt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Kreaturenkarte mit niedrigen Mana-Kosten. Danach bringen wir sie ins getappte Spiel und mischen sie danach, wenn die Kreatur halt in diesem Zug zügt. So ist es richtig. Und wir haben eine Revitalisieren. Das ist, glaube ich, die ich am meisten gezogen habe. 2 Mana Spontanzauber, wir halten 3 Leben und ziehst eine Karte. Magic Arena, tut's nicht, kostet nur Geld. Und das Spiel geht weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.